Wir kommen heute zu einem neuen Spiel, einem weiteren Klickerspiel, das sich neu auf Steam eingefunden hat. Das Spiel heißt Tap Adventure Time Travel und ist als Klickerspiel auch wieder im Free-to-Play-Bereich angesiedelt, hat über 100 Errungenschaften. Ich habe es jetzt gerade schon mal installiert. Es wollte 96 MB installieren und dazu 78 MB runterladen. Und jetzt starte ich mit euch das erste Mal ins Spiel und mal sehen, inwieweit das Spiel sich tatsächlich von anderen Clicker-Games unterscheidet und eigene Aspekte irgendwie ins Spiel bringt. Was ich schon ein bisschen gelesen habe, dass es nicht ganz so viele Heroes gibt, sondern wohl nur 7, entsprechend der verschiedenen Klassen, die dort eingebaut sind. Aber ich werde es gleich selbst herausfinden und welche Mechaniken mich dann in dem Spiel halten sollen, damit es natürlich möglichst langfristig motivierend bleibt. So, willkommen also im Spiel. Also mein erster verfügbarer Held ist der Verteidiger. Dieser Held kämpft in der Vorhut und kann mit mehreren Gegnern umgehen und Treffer einstecken, die Verbündeten gehalten. Ich habe aktuell 200 Goldmünzen, Shop, Erfolge und Zeitschlaufe. Zugang zur Zeitschlaufe erhältst du beim Erreichen von 500. Also das ist dann schon mal das, was dann immer wieder resettet wird. Dann also mein erster Verteidiger, mein erster Held, Beschützer der Schwachen, Verteidiger der Unschuldigen. Er zermalmt seine Gegner mit dem Streitkolben oder beschützt Verbündete mit dem Schild. Angehörige Helden greifen automatisch an. Sie haben außerdem nützliche Fertigkeiten, die im Spielverlauf verbessert werden können. Okay. Und wie viele Lebenspunkte hast du? Eine weitere Errungenschaft ist freigeschaltet worden. Was ist das? Jägerin. Die große Jägerin mit scharfen Augen und flinken Fingern verfasst ihre Beute und legt ihren Bogen an. Dann kommt ihr nichts mehr. Du hast 34% der notwendigen Mittel. Ah ja, das heißt, es steigt dann an, je mehr Gold ich bekomme. Herr der Brownies. Das muss der da sein. Also was soll ich hier jetzt machen? Soll ich den aufleveln, seinen Streitkolben verbessern. Verbessern wir den Hauptgegenstand. Gut. Und Lebenspunkte kann ich auch verbessern. Wie viel Geld bekomme ich denn aktuell? 3. Und ich kann hier mit rumklicken. Gut. Was ist das? Hier kannst du den Schaden deiner Magiegeschüsse erhöhen. Ah ja, die ich gerade schon eingesetzt habe. Ein Schaden. Gut. Die kann ruhig ein bisschen schneller kommen. Komm, komm, komm! Tim, Tim. Egal wo ich hinklicke, treffe ich ihn auf jeden Fall. Mit Blitz geschossen. Okay, das ist wieder einer der Bossgegner. Ah. Und dann ist der Grabstein, sobald ich ihn das erste Mal besiegt habe. Kann ich den irgendwie beschleunigen? Taschen. Juwelerie. Open. Aha. Starkschildring. Ist alles mit Runestones. Was auch immer das dann nachher sind. Aber die sind alle schon ausgestattet. Okay, den Magieschutz brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Fertigkeiten. Da sind die Mana-Punkte wahrscheinlich, oder sind das Skill-Punkte? Oder 2 Fertigkeiten. Ah, okay, die Skill-Points. Und ich brauche hier einen Skill-Point, um das zu machen. Treuer Verbündeter. Als ein treuer Verbündeter kann der Verteidiger den Angriff eines Feindes mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit abfangen. Wenn die Fähigkeit ausgelöst wird, ändert sich das Ziel des Angreifes auf den Verteidigung und er zieht somit den Schaden auf sich. Okay, das heißt, er hat irgendwie so eine Strohpuppe, die er daneben stellt. Und hier. Okay, da kann er dann besser angreifen. Höhere Crit-Wahrscheinlichkeit. Oh, er ist tot! Er ist tot! Nochmal einen treuen Verbündeten. Jetzt kann ich noch versuchen, ihn zu killen. Okay, hat es geklappt. Okay, also immerhin bleiben meine Helden dann zumindest eine Minute erledigt. Keine Ahnung, wie lange das dann...
Ah, das sind die unterschiedlichen Währungen. Das sind wahrscheinlich die Runensteine, meine Skillfähigkeiten oder die Mana-Punkte. Dann noch irgendwas anderes, Schlüssel und Kisten. Das heißt, ich kann selber aussuchen, welche mir angezeigt werden sollen. Okay, also das Gold nach oben und die Skillpunkte nach unten. Ah, das sind die Fairy Tales oder sowas in der Richtung. So, aber mein Held geht gleich schon wieder drauf. So, mal dem Helden noch mehr Lebenspunkte verpassen, damit er nicht so schnell wieder drauf geht. Wobei ich jetzt fast schon den Bogenschütze hätte reaktivieren können. Also, dann mal. Da ist noch so ein Fairy Tale. Ein Heiltrank. Okay, der Heiltrank wirkt aber bloß sofort. Den kann ich nicht über längere Zeit aufsparen. Ein Förster. Mein Held geht gleich wieder drauf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber es ist wenigstens mal eine schöne Abwechslung. Hatte ich jetzt gerade einen Crit? Okay, also, mein nächster Held, Jägerin mit scharfen Augen und flinken Bogen. Na dann mal los. Okay, ich glaube, das ist nicht gut, wenn die jetzt alleine da steht. So, wann kommt denn deine... Oh, 3000. Das dauert eine Weile, der Eremit. Kurzbogen, 12 mehr Angriff. Mehr Lebenspunkte. Er hat 117 Lebenspunkte. Wird aber wahrscheinlich dann auch nicht allzu lange durchhalten. Wie kann ich denn hier mal eine Pause irgendwie einlegen oder halt mal ein Level zurückgehen? Weil ich würde die ganz gerne einfach mal ein bisschen entspannt kämpfen lassen. Okay, also was ist jetzt hier aktuell los? Also die Juwelen. Gut, das kostet dann... also Gold, Zeitraffer, Tooltip-Lesen. Mit der Macht der Zeit drehst du die Uhr 2 Stunden nach vorn. Okay, und sie ist jetzt auch draufgegangen. Sehr schön. So, die Schlüssel. Was hat es mit den Schlüsseln auf sich? Toll, der Typ hat... Oh, was ist denn das für ein Monster? Aber wie kann ich jetzt hier eins zurückgehen, damit ich irgendwie ein bisschen Gold farmen kann? Okay, da kommt er dann wieder. Bosskampf verlassen. An Tipp und Bock kannst du beginnen. Nur kurze Zeit nach einem Sieg kannst du deine Reise fortsetzen. Aber ich will ja im Moment meine Reise gar nicht fortsetzen. Und hier haben wir dann auch schon mal... die Preise dazu. So, jetzt mal die Erfolge anschauen. Mit den Errungenschaften, die ich geschafft habe, kriege ich sogar noch ein paar von diesen grünen Währungsteilen, von den Juwelen. Anzahl der Verbesserungen, gesammeltes Gold, SPS aller Helden, geöffnete Truhen. Haben die hier auch Wissenschaftsnotationen? Wahrscheinlich noch nicht. Sprachen werden auf jeden Fall mehr unterstützt, als es im Steam-Shop ausgesehen hat. Weil da stand, dass Deutsch nicht unterstützt werden würde. Aber hier gibt es noch Statistiken. Andere Spieler. 46.000. Ich bin ganz am Anfang. Was ist das an der Seite? Loops. Also mehr als 60 Loops. Und Ebene 3000. So, das heißt, da ist einer schon bei... Ebene 5399. Das klingt irgendwie nicht so, als wäre das regulär erreicht worden, wenn das Spiel eigentlich eher auf 3000 ausgelegt ist oder irgendwas. Das Spiel ist jetzt seit einer Woche aktiv oder halt ein bisschen mehr, 10 Tage. Keine Ahnung, inwieweit man das vorher schon verwenden konnte. Naja, mal sehen, wie weit das dann noch trägt und ob das noch irgendwie bereinigt wird. So, jetzt erstmal hier meine Leute noch, beziehungsweise mich erstmal ein bisschen auf Vordermann bringen, dass ich ein bisschen mehr Schaden anrichten kann. Nein, ich will noch gar nicht auf den nächsten Bosskampf. Ah, das ist das Umschalten auf Vollbild. Kurzbogen Level 0 plus 2 von 2000. Nächster permanente Stufenaufstieg in 0 von 2. So, Abklingzeit 3 Minuten. Die Jägerin erhöht ihre Angriffsgeschwindigkeit und senkt ihren Schaden. SPS bleiben unverändert. Hm, super. Eher und fügt allen Gegnern außer dem Gegner mit dem höchsten Bedrohungslevel Bonusschaden zu. Sammelt eigentlich jeder seine eigenen Fertigkeitenpunkte. Okay, also die Fertigkeitenpunkte sind nicht diese Mana-Teile da. Also dann machen wir hier auch mal noch einen dazu. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie die hier tatsächlich aufsteigen. Wieso kämpft ihr eigentlich nicht weiter? Seid ihr draufgegangen? Nee. Ah, okay, er blockiert mich so lange, bis ich da draufgeklickt habe. Na, warte.
So, mit meiner Unterstützung gelingt das. Und meine erste Kiste. Was bist denn du für ein Ding? Möchtest du die Truhe öffnen? Ah, okay, das heißt, die werden auf jeden Fall Schlüssel gebraucht für sowas. Und Kurzbogen, Stiefel, Schulterplatten. Meine Güte, was es nicht alles gibt. Die hat jetzt einen Haufen Ausrüstung bekommen, die dann auch nach und nach verbessert werden kann. So, was genau ist das jetzt? Tap Adventure, Time Travel, Reise durch die Zeit und Raum. Was genau ist da jetzt passiert? Und was macht er da? Hey, kommst du zurück? Hey, also, wer bist du und was machst du? Jetzt haut der schon wieder ab. Oh, Quests! Wizard Note. Chance 10 Minuten. Chance 27%. Okay, was bringen die genau? Whenever you have opened Wizard Note, your active quest instantly completed and success rate of all quests are max. Die Quests ändern sich ständig. Okay, die beiden sind hops gegangen. Nein, ich werde euch nicht wiederbeleben. Und wieso hat der Typ die eigentlich einfach so erledigt? Naja, zumindest können sie mich nicht killen. Das heißt, ich kann einfach dann weitermachen, auch wenn meine Helden aktuell nicht da sind. Dann brauche ich aber noch ein bisschen mehr Magiegeschosse. Okay, das heißt, dieser komische Geist, das ist der Typ, den ich dann jetzt auf eine Quest geschickt habe. Was auch immer der anstellt, wenn er sonst noch da gewesen wäre. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Spielmechanik, auch wenn ich noch nicht sicher bin, ob ich sie zu 100% verstanden habe. Mal gucken, was kann ich jetzt hier noch anstellen, außer dass ich hier irgendwie mitklicken kann. Da ist schon wieder so ein Fairy Tale. Was hat er diesmal? Wieder nur Gold dabei. Ey, ihr sollt nicht meine Helden ständig abmurksen. Regenerieren die sich ja eigentlich? Ah, das ist ein Bosskampf. Der ist dann zu Ende, wenn die ja, 30 Sekunden um sind. Auf jeden Fall ist es dann erstmal hier weitere Magie freizuschalten. Basismagie Level 13. Mal gucken, dann müsste ich ja eigentlich jetzt in überschaubarer Zeit so weit kommen, dass ich mir den dritten Helden freischalten kann. Und die nächste Kiste gibt es wahrscheinlich dann eben bei dem Level 20. Und da kommt Level 21, kommt dann wieder dieses komische, was auch immer das sein soll. Ja, solange sie meine Helden nicht angreifen können, können sie sie auch nicht verletzen. Ja, und schon ist sie wieder hinüber. So schnell geht das. Neues Angebot, Anfängerpaket. Ah ja. Die Flickenwelt braucht neue Helden. Ich habe alles, was du brauchst. Schlüssel, Juwelen, Gold und all das kann für lächerlich wenig Gold dir gehören. Eher wenig Dollar, Euros, was auch immer. 5 neue Schlüssel, 25 von der Premium-Währung und so weiter. Weiser Mann mit Kenntnissen über die Mächte der Natur. Diese können Verbündete heilen oder rasende Wut gegenüber Gegnern entfesseln. Na dann heil doch mal die Verbündeten. So, jetzt habe ich schon das Trio freigeschaltet. Fertigkeiten, Heilung. Ah, okay, der Einzelfamilie möchte, um sich und alle Verbündeten zu heilen. Treffer aus Heilung erhöhen die Anzahl der regenerierten LP. Wenn sie bewegt sich im Einklang mit der Natur, wird sein Angriff schneller und senkt seinen Schaden. Der Einsiedler hat eine Chance, den am meisten verwundeten Verbündeten mit jedem seiner Angriffe zu heilen. Die Heilung beträgt 100% seines derzeitigen SPS. Und er ist schon hinüber, da kann er auch keinen mehr heilen. Das ist aber schade. 1100, da solltest du doch eigentlich ganz gut was hinbekommen können. Okay, 2,8 Millionen ist dann der Dieb. Das wird dann der nächste. So, das heißt für mich jetzt erstmal wieder ein bisschen Magie dazu. Und mich mit dem Boss angelegt. Der hohe Brownie. Also wahrscheinlich dürfen es auch 30 Sekunden sein. Nur, dass er halt vorher noch das andere angeblendet hat. Aber ich glaube, das sollte ganz gut aufgehen. Ja, der murkst meine Leute gleich sofort wieder ab. So, Verstärkung. So, der hat jetzt... Ah ja, da hat er jetzt das von seiner Mission. They robbed me, they totally robbed me, at least I steal their gold. Na super, die Quest ist schiefgelaufen. Na dann start mal die nächste Quest. Warum habe ich hier jetzt drei verschiedene? Ah, das sind wahrscheinlich die... Ich kann hier wählen, dass sich der Hintergrund ändert. Also wahrscheinlich einfach ein anderes Szenario. Okay, hier kannst du deine verfügbaren Fähigkeiten aktivieren.
Goldenes Händchen, Abklingzeit 20 Minuten. Alle mit Magie besiegten Gegner verlieren 5 Minuten lang 4-mal mehr Gold. Und hier, der Einsiedler verwendet mächtige Magie, um sich und alle Verbündeten zu heilen. Das heißt, das muss ich manuell aktivieren. Eine Aktivfertigkeit des Heldenjägerin, du musst sie im Fertigkeitenmenü erwerben. Und entscheidender Hieb, Fertigkeit des Verteidigers. Jeder Meister schaltet neue exklusive Fertigkeiten frei, zum Beispiel öffnen, Artefakte herstellen und verbessern und mehr. Das ist Duo Arndt, Meister der Schlüssel. Er verwahrt deine Truhen und Schlüssel. Sein Aussehen muss dir keine Angst machen. Warum sollte es? Truhen enthalten Gegenstände. Gegenstände können Lebenspunkte oder Schaden eines Helden bedeutend erhöhen. Sieh nach, was du erhalten hast. Das Ding läuft dann irgendwann ab und dann verschwindet sie wahrscheinlich. So, das heißt Ausrüstung für die Bogenschützin. So, sie ist jetzt wieder ein Level aufgestiegen. Okay, also je mehr ich hier in ihn investiere, das steigt auf jeden Fall das Level. Und den treuen Verbündeten und Obhut. So, also Elferkugeln gefällig. Elferkugeln sind rätselhafte magische Gegenstände, die nur manchmal nach Kämpfen gegen spezielle Bosse gefunden werden können. Ihnen ist eine einzigartige Kraft eigen. Meist in Form eines Artefakts. Oh, was ist das denn? Da kann ich jetzt die Magie-Sachen kaufen. So, 1000 Gold kann ich gegen eine so eine Goldmünze umtauschen. Schlüssel kann ich auch gegen eine umtauschen. Aber was ist das? Okay, das ist dann ein vorübergehender Schild. Okay, das ist die Quest zu beschleunigen. Okay, das heißt, wenn ich die Wizard's Note bekommen würde, die ja hier in der Mission aktuell möglich wäre, dann könnte ich mit dem einmal eine Quest, your active quest instantly completed and such success rate of all quests are maxed. Das fällt? Was soll das denn heißen? Hängt der Wechselkurs von irgendwas ab? Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich die überhaupt benutzen soll. Okay, das ist also hier, dass ich die Lanes verändern kann. Also das, was ich jetzt gerade schon gemacht habe, wo ich jetzt in die Ice Lane gewechselt bin. Die Frage ist nur, ob das irgendeinen Effekt hat. Also welche Rolle spielt es, in welchem ich bin? Wenn ich equipped, this ring will all of you to higher this hero. Aber heißt das, dass ich die verschiedenen Helden erst benutzen kann, wenn ich hier auch die anderen Ringe freigeschaltet habe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zumindest in der Beschreibung vom Spielstand, dass ich maximal 7 Helden rekrutieren kann. Und wenn, dann müsste ich halt einen von denen rausnehmen, um dann letztlich einen anderen zu aktivieren. Die Frage ist nur, wie und wann das möglich ist. Aber gut, wahrscheinlich starte ich einfach mal mit 7 und dann gibt es nach und nach Möglichkeiten, die auszutauschen. Okay, was genau mache ich jetzt? Ja, die Heiltränke werden sofort verwendet. Hier kann ich überhaupt nicht anpassen. Die 750 mal getippt ist auch erledigt. Das heißt, der nächste ist 7500. Und hier freigeschaltete Helden 3. Jetzt der vierte dann. So, was jetzt? Der dauert noch eine halbe Ewigkeit. Das heißt aber, hier wird ja wahrscheinlich, wenn ich eine bestimmte Stufenanzahl erreicht habe, dass hier noch irgendwas Besonderes freigeschaltet wird. So, mit jedem Levelausstieg gibt es einen Skillpoint. 4 Fertigkeitenpunkte. Wie viele Level gibt es hier von? 15. 15, 10. So, das sind dann 40, 47 und 54. Ist natürlich nur die Frage, ob es so viele Skillpunkte gibt, um die Level alle zu maximieren. Use Friend's Secret Code to receive this projection. That will help. We attack enemies. Was ist das hier? Achso, das ist wahrscheinlich Area 60, wo das freigeschaltet wird. So, dann war hier jetzt noch in der Schlacht. Und entscheidender Hieb. Okay, da brauche ich noch 5 Fertigkeitspunkte, bevor ich das freischalten kann. Alle mit Magie besiegt die Gegner. Na, dann aktiviere ich das doch mal und schaue, dass ich den Boss hoffentlich klein bekomme. Ah, ich glaube, den habe ich schon klein bekommen. Ich glaube, das war eine von den Vierfachmünzen dann. Ja. Das heißt, es wäre natürlich praktisch, während meine Helden gerade eh draufgegangen sind, was sie wahrscheinlich nicht mehr lange brauchen, um das zu tun, während dann diese Goldgeschichte aktiv ist und ich dann letztlich deutlich mehr Gold einsammeln kann und dann natürlich meine Magiefähigkeiten noch weiter zu steigern.
So, jetzt geht gleich der letzte drauf. Noch ein bisschen Geld einsammeln und meine Magiefähigkeiten steigern. Oh, da kommt die erste schon wieder. Und der nächste super duper Held. Naja, wenn ich dich klein kriege, dann kriege ich zumindest die ganze Kohle als Vierfachbelohnung. Jawohl. Hey, da ist eine. Sind solche Mana-Münzen dazugekommen. So, und jetzt habe ich wieder hier einen Teil bekommen. Das heißt aber auch, dass mir die Schlüssel wahrscheinlich ziemlich bald ausgehen werden. Weil bis jetzt habe ich ja noch nicht geschafft, einen neuen zu bekommen. Okay, der hat jetzt Schulterplatten dazu bekommen und bei dem anderen ist die Ausrüstung verbessert worden. Ja, aber soweit der erste Blick auf ein weiteres Clicker-Game, wo auf jeden Fall das Klicken eine ziemlich aktive Wirkung hat. Vor allen Dingen ist das der einzige Punkt, wie ich weiterkommen kann, während meine Helden gerade sich regenerieren und den Todesschlaf schlafen. Zumindest dauert es dann immer eine Minute, bis sie dann mal wieder auftauchen. So, grafisch gefällt es mir auf jeden Fall schon mal sehr gut, ist sehr ansprechend. Und jetzt ist natürlich vor allen Dingen die Frage, wie langfristig motivierend ist das Ganze? Es war schön und gut, das einmal durchzuspielen und so weiter. Es sind ja noch ein paar Elemente, die noch nicht freigeschaltet sind. Das eine ist dieser Weltmodus da oben, von dem ich noch nicht genau weiß, wo der hinführt oder was der bedeutet. Wahrscheinlich hat der auch mit dem Reset zu tun. Ich muss nochmal gucken, was jetzt eigentlich hier mit dieser 100 gemeint ist. Das ist die Zeitschlaufe, genau. Das heißt, ab Level 100 habe ich dann auch die Möglichkeit, den Reset zu machen und letztlich von vorne anzufangen. Soweit für die erste Folge. Und wenn ihr selber Lust habt, das Spiel auszuprobieren, wie gesagt, ihr findet es bei Steam. Und dann viel Spaß damit beim Ausprobieren und Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.